Ob gab es da eventuell die ein oder andere, gelinde gesagt, Zahlungsschwierigkeit? Falls ja, Nico, melde dich bei mir. Ich kann dir Geld leihen, denn ich habe 400 Immobilien. Genau. Gut, gucken wir mal ganz, was da passiert ist. Ich bin mal gespannt, Leute. Fash it in, Motherfucker. Auf geht's. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne... Schalte mich zurück zu meinen Eltern. Perfekt. Von Gesamtambiente ist es gerade ein bisschen anders. Verstehst du, was ich meine? Leute, Leben ist nicht immer einfach. Wie ging das damals nochmal? Guten Morgen, guten Mittag, genau. Wir sind keine... Das haben wir auf jeden Fall an der Stelle nicht vermisst. Der Puss ist aber unser Lieblingsbier, ist ganz klar. Schöfferhofer Grapefruit. Ihr seht... Was ist das für ein Clip, Alter? Was ist das für ein Clip, Junge? What the fuck? Schon, Leute, wir haben einen kleinen Lokationswechsel vorgenommen. Überheftig, dass ich innerhalb von so kurzer Zeit einfach neues Auto, neues Apartment. Ja, liebe Leute. Ist es etwa der über die Verhältnisse lebende Boss gewesen? Ich würde sagen, die letzten 5 Jahre waren einfach sehr, sehr geil. Und aufgrund von hohem finanziellen Erfolg dachte ich mir, ich schalle mich zurück zu meinen Eltern. Mal lang verstehen. Wofür braucht man ein AMG? Mhm. Wofür braucht man ein Luxus-Apartment? Mhm. Vor allem, wenn ich beispielsweise jetzt mich mit einer Frau oder sowas verabreden will, ja, fällt es mir persönlich einfach leichter. Wie sieht's aus? Wollen wir noch zu mir gehen? Ich wohne noch bei meinen Eltern. Extrem prickelnd, extrem aufregend. Man ist nicht das Ding so, also ich meine, InScope, der schallert ja schon mal gerne rein, der fescht ja auch schon gerne rum. Da hat er recht, das ist ein sehr, sehr guter Move. Das ist ein sehr, sehr guter Move, wenn man zu einer Frau sagt, du, geh mir in mein Kinderzimmer, ich habe mehrere Millionen auf dem Konto, ich bin aber ziemlich genügsam und wohne jetzt bei mir wieder im Keller. Perfekt. Meine Eltern wollten mich auch einfach in Erinnerung behalten, der ein oder andere weiß es bestimmt auch noch. Und ich finde es einfach gut, dass mein altes Zimmer da... Safe haben deine Eltern nicht vergessen, nachdem du ausgezogen bist, oder? Im Prinzip unangerührt geblieben ist. Ja. Danke euch nochmal. Aktuell hier ein neues Zimmer. Danke für den Zap. Vielleicht noch die alten Sachenschrank im Hintergrund, der normalerweise so auf der Seite stand. Hier steht aktuell was anderes, und zwar ein anderer Schrank. Da wurde mir allerdings dann nicht gesagt, Nico, wenn du willst, kannst du deine Sachen da einräumen. Nee, da sind die Sachen von meiner Mutter drin. Hast du recht. Wer geht, verliert das Zimmer. Ist bei mir genauso passiert. Ich bin ausgezogen. Meine Mutter hat einen Stepper da reingestellt. Einen Schreibtisch. Wenn ich jetzt da zurückkomme, Digga, die sagen, du bleibst nicht überlacht, du Hund. Verpiss dich, du hast genug Geld. Alter, schmeckt nüssig. Dann hier unten habe ich mir ein kleines Schuhparadies, sage ich mal, aufbereitet. So wie ApoRed im Prinzip, auf Knacks angelehnt. Nice. Also hier ist noch ein Cross-Stepper, der auf jeden Fall... Bro, als ob. Jede verfickte Mutter macht es doch, oder? So, mein Sohn zieht aus. Da hole ich mir erstmal einen Stepper in die Wohnung, Alter, sein altes Zimmer. Nur um ihn zu disrespekten, Alter. Ganz klar, Heimvorteil genommen. Auf jeden Fall platzsparend im Raum platziert wurde. Ja, hier im Hintergrund seht ihr das legendäre Bett. Eine Sache muss man einfach sagen, wo sich meine Eltern auch nicht lumpen lassen haben und wo ich jetzt auch wirklich beeindruckt war, als ich reingekommen bin. In meinem alten Zimmer hatte ich ja nie einen Fernseher oder sowas. Ganz ehrlich, wir sind irgendwo in einer wohlhabenden Familie. Unser Sohn... Komm, jetzt kommt der Joke, es ist ein Röhrenfernseher, ich sehe es schon. Und kann einfach nicht ohne Fernseher, sag ich mal, auskommen. Und deswegen habe ich hier auch gerade für einen richtig geilen Netflix- und Chill-Abend, habe ich hier einfach eine Einrichtung von meinen Eltern bekommen, die man so sonst normalerweise nicht auffindet. Perfekt. Genau. Viele werden sich jetzt wahrscheinlich wirklich fragen, warum... Lazo, warum wohnst du wieder bei deinen Eltern? Das ist eine Sache, die passiert eigentlich normalerweise nie auf diesem Kanal hier, und zwar ein Real Talk. Ich möchte die Aussage über dieses Thema generell halten. Egal wie ambitioniert ihr in eurem Leben seid, egal was ihr erreichen wollt, egal welchen Weg ihr gehen wollt, haltet euch an Leute, denen ihr vertrauen könnt. Oh fuck, I know where this shit going, bro. Safe wurde er mit dieser Wohnung weggescammt aufs Brachialste, und es wurde gesagt, I'm a homeboy, you better get out of here. Aber geschäftlich ist es immer noch mal besser. Seine Videos mit der dubiosen Werbung für dieses Auto-Investment sind alle offline. Könnte das damit zusammenhängen? InScope! Moment mal! Ja, ich glaube, das hängt vielleicht damit zusammen. Ja, genau. Detektiv Conan, wer es nicht gerafft hat, raus meinem Streamchat, kommt nie wieder, ich will euch nie wiedersehen. Danke für die ganzen Subs gerade, Küsschen. Ey, InScope,
Nico, Alter, ich mag dich sehr und du magst mich auch sehr. Wir küssen uns regelmäßig, das weißt du. Das Ding ist, Bro, du hast echt ein Händchen dafür, an solche Leute zu geraten, Alter. Weißt du, erst Karl S., der auf dem Toilettensitz verspeisende Goldhamster, jetzt auf Betrug angelehnt nochmal so ein Fall, Bro. Ganz, ganz beschissen. Zu kontrollieren, als blind zu vertrauen. Ich habe in den letzten 5 Jahren und explizit in den letzten Wochen sehr, sehr viel gelernt. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die sind in der Lage zu Dingen, die ihr euch nicht mal in euren Träumen ausmalen könnt. Doch, ich habe es auch schon gesehen. Ich war mal in so einem Zirkus, Leute, und da waren so Leute, die haben sich übereinander gestapelt. Es waren so 10 Stück, die haben so eine Menschenpyramide gebaut und ich dachte mir, holy shit, das könnte ich niemals. Also doch, es gibt schon immer Menschen, die Leute, genau. Womit ihr niemals rechnen würdet. Deswegen haltet euer Auge aufs Wesen. Tim Gabel, safe nicht. Nein, ich glaube nicht, dass Tim Nico weggescammt hätte. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Niemals. Aber lass das andere niemals komplett aus den Augen. Es gibt für mich 2 Möglichkeiten in der aktuellen Lage. Ich kann mich hier hinsetzen und kann darüber heulen, dass ich eigentlich ein Luxusleben hatte und jetzt es nicht mehr habe. Aber ich sag mir Scheiß drauf. Ich tue einfach weiterhin so, als wäre ich reich, weil er gewusst. Der war wirklich unlustig. Lasst euch von niemandem auf dieser Welt, von keinem Bastard dieser Welt, ei, eure Träume nehmen. Sorry, dass ich hier gerade so cringig aushole, aber es brennt mir wirklich auf dem Herzen. Diese Motivation und diese Leidenschaft, meine Videos zu drehen, mein Stuff zu machen, der mir Bock macht, das werde ich mir von keinem Menschen auf dieser Welt nehmen lassen, egal was passiert. Und es soll. Bro, was denn passiert, Alter? Franzi, Lara, geil, Dabrich, Dankeschön, David, viel Dankeschön für eure Subs, Kuss. Solltet ihr genauso wenig. Tut mir leid, dass ich in so Rätseln spreche, aber es geht nicht anders. In diesem Sinne, Mann. Es geht nicht anders. An der Stelle wahrscheinlich der vor Gericht ziehende InScope. Oftmals darf man dann solche Sachen nicht öffentlich machen, um eventuell einen Prozess nicht zu gefährden. Kann ich jetzt hier auch nur mutmaßen. Nico, ich werde mich direkt nach dem Stream bei dir melden und dann erzählst du mir alles. Ansonsten werde ich weiter Gerüchte in die Welt setzen. Bro, keine Ahnung, Alter. Also Nico, Digga, du bist echt eine arme Sau, Mann. Also Real Talk, mein Beileid auf jeden Fall. Die Wohnung war tam nice, auch wenn ich nie eingeladen worden bin. Du Missgeburt. Ja, Mann, traurige Geschichte. Ich hoffe, dass es nur, in Anführungsstrichen, nur die Wohnung gekostet hat und nicht irgendwie zusätzlich noch deine finanziellen Rücklagen irgendwie berührt hat oder auch noch irgendwie zu weiteren Schäden geführt hat und dich vor allem psychisch nicht irgendwie mitgenommen hat. Das ist nämlich das Wichtigste, dass es dir erstmal gut geht, so in der Situation. Wirkt auf jeden Fall mich sehr gefasst, aber es wirkt so, als wäre das Nadinchen, Dankeschön für deinen 1000 Bits, wirkt auf jeden Fall für mich so, als wäre da von jenem sehr nahestehenden, einer Vertrauensperson argwöhnigst verarscht worden. Keine Ahnung, was da genau passiert ist. Firma von Tim und Nico ist insolvent, das habe ich wohl mitbekommen. Was das genau heißt, weiß ich auch nicht. Das ist diese GIN21 GmbH. Ich kann euch so viel sagen, meine Freunde, eine Insolvenz ist eine Sache, die macht man mal durch. Und das ist auch nichts weiterhin Schlimmes. Eine Insolvenz ist nur dann schlimm, wenn du tatsächlich nicht die richtige Firmenform gewählt hast und du selber beispielsweise bei einer GbR mit deinem Privatvermögen drin bist oder sowas. Dann zwiebelt es nämlich richtig und tut extrem weh. Da es die GIN21 GmbH gewesen ist, sind die mit 25.000 Euro abgesichert. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. All in all, Alter, kann ich da Nico nur das Beste wünschen, hoffen, dass das sich jetzt irgendwie schnellstmöglich klärt. Und Nico hat auf jeden Fall einen guten Cashflow maintained, sodass er auf jeden Fall in der Lage sein wird, sich weiterhin eine eigene Wohnung zu mieten und hoffentlich dann auch irgendwie schnellstmöglich wieder was Eigenes findet. Cloud 7 war das Ding gewesen, glaube ich, diese Cloud in Stuttgart, wo er gewohnt hat. Krank beschissen, Mann. Krank beschissen, Alter. Tut mir wirklich leid, Bro. Tut mir wirklich, wirklich leid für dich. Schau mal, was hier die letzten Worte von ihm sind. Freunde, es wird ab sofort tatsächlich dann von hier aus weitergehen. Ich weiß noch nicht, wie lang. Ich weiß nur, dass ich die Reaktion auf dem arschgeilen Röhrenfernsehen in Zukunft angucken werde. Wenn es euch gefällt, dass ich wieder zu Hause wohne, dann schallert den Daumen im linken oberen Ohrschloch durch. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, und ich weiß, das haben einige von euch nicht, dann lasst es bitte jetzt einfach und jetzt verpisst euch! Es ist einfach krass, so was man in diesem Leben so einfach alles schaffen kann. Nico damals, adrett gestylter Bart, Haarschnitt, wohnt in einer Luxuswohnung, schön gekleidet. Nico heute, Bart sieht aus wie Penner, kein Haarschnitt, hat eine Fahrradkette an, irgendein schwarzer Hoodie. Absturz. Nein, Bro. An der Stelle riesiges Beileid. In diesem Leben alles schaffen kann und es freut mich immer wieder zu sehen, was einfach alles möglich ist. Ja, was genau. Alles einfach möglich ist, Bro. Keine Ahnung, was passiert ist.
Ich hoffe, es war nicht der Typ, der Justin das den Schmuck geklaut hat, der Nikos Wohnung abgezogen hat. Joe Kick. Und ja, kann dir nur das Beste wünschen, Bro. Wir unterhalten uns gleich.